Du hast vor dir ein Kindle zu kaufen oder hast schon einen und fragst dich aber, wie kommt jetzt ein Buch, das ich mir im Internet auf Amazon Prime Reading aussuche, auf mein Kindle? Bleib dran, gleich geht's weiter. Hi, Servus, herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist und dieses Video anschauen willst. Mein Name ist Chris und in diesem Video geht es endlich weiter mit der Amazon Universum Serie. Mit Prime Reading hast du als Prime-Mitglied die Möglichkeit, kostenlos Bücher auszuleihen. Der Unterschied zur Leihbibliothek ist der, dass du mit Prime Reading bis zu 10 Bücher ohne zeitliche Begrenzung ausleihen kannst. Ich zeige dir, wo du die Bücher findest, auswählst und wie du es auf dein Kindle überträgst. Dafür brauchst du kein Kabel oder extra Gerätschaften, das geht alles drahtlos und problemlos. Ich zeige dir das hier auf meinem iPad. Wenn du dich auf deinem Computer einloggst, dann kann es ein paar kleine Unterschiede geben. Wie in allen gezeigten Videos bisher, ob du Musik hören oder Filme sehen willst, musst du dich bei Amazon anmelden. Wie du ein Konto erstellst, kündigst, was es kostet und so weiter, habe ich ja schon alles erklärt. Link sollte jetzt oben rechts aufploppen, falls du es sehen willst. Du meldest dich wie gewohnt mit deiner E-Mail oder Telefonnummer und Passwort auf Amazon an. Dann gehst du oben links auf die drei Striche, auf alle, hier dann auf Kindle Reader und Bücher. Nun unter der Rubrik Kindle Shop hast du verschiedene Kategorien. Kindle E-Books, das sind alle E-Books auf einem Haufen, die kostenlosen und die kostenpflichtigen. Englische E-Books, da brauche ich nicht viel sagen, es sind E-Books halt in englischer Sprache. Kindle Unlimited, da findest du die Bücher, wenn du das Abo Kindle Unlimited abschließt. Das kostet 10 Euro im Monat. Du hast dann Zugriff auf über 1 Million E-Books, das jederzeit monatlich kündbar ist. Prime Reading ist das meistgenutzte, weil es eben in der Mitgliedschaft mit drin ist und du nichts mehr dazu bezahlen musst. Ja, dann gibt es noch Newsstand, da sind Zeitungen und Magazine drin. Aber jetzt zu dem interessantesten Reiter Prime Reading zurück. Hier gehst du mal drauf und dann siehst du, hier hast du nun die kostenlose Auswahl. Wie du das von Amazon kennst, sind auch hier die Reihen neu und lesenswert in Prime Reading. Empfehlung für Sie in Prime Reading. Nur noch für kurze Zeit enthalten in Prime Reading, beliebt und so weiter. Hier sind alle kostenlosen E-Bücher auf einen Blick. Du siehst also die Hülle von dem Buch, wie das Buch heißt und unten eine Bewertung in Sternenform. Oberhalb des Buches zeigt dir ein beiger Haken mit blauer Prime-Schrift, dass das Buch für dich kostenlos ist, an. So überträgst du nun das Buch auf dein Kindle. Wenn du nun an einem Buch Interesse findest, gehst du auf das jeweilige Buch drauf, wo dann gleich ein kleines Fenster aufploppt mit weiteren Informationen und den Buttons bitte lesen, wenn du es sofort lesen willst, oder zur Bibliothek hinzufügen, falls du es dann später lesen willst. Du kannst aber auch unter der Kurzbeschreibung, die da steht, auf weitere Informationen klicken, um es als Hörbuch, Taschenbuch zu kaufen, dem Autor folgen, Seitenzahl, Sprache, Herausgeber, Erscheinungstag oder auswählen oder erfahren. Einen Klick ins Buch kannst du mit dem Button oberhalb der Hülle reinwerfen und auf der rechten Seite von deinem Bildschirm kannst du nun auswählen, kostenlos lesen oder kaufen. Wenn du nun mehrere E-Books hast, so wie ich, dann kannst du hier auf dem Button Senden an das Kindle oder Android-Device, also dein Smartphone, auswählen, an das du das Buch senden möchtest. Du kannst es aber auch für andere kaufen oder eine kostenlose Leseprobe senden und auf die Liste setzen. Also Möglichkeiten hast du unendliche, wie du siehst. Also du wählst dein Kindle aus und dann gehst du auf kostenlos lesen. Jetzt sagt er mir, Sie können jeweils bis 10 Titel ausleihen und momentan haben Sie bereits 10 Titel ausgeliehen. Geben Sie einen aktuell ausgeliehenen Titel zurück, um einen weiteren Titel zu lesen. Also ein Buch auswählen, das du schon gelesen hast, und zurück und fortfahren drücken. Und voilà, du siehst nun oben die Meldung, danke Chris, der Buchname steht da, wird automatisch und drahtlos auf Chris
drittes Kindle bereitgestellt. Sie können gleich anfangen zu lesen. Unterhalb hast du noch ein paar Optionen zur Auswahl, unter anderem Einkauf im Kindle Shop fortsetzen oder meine Prime E-Books Bibliothek. Der Reiter meine E-Book Bibliothek wird dir ja jetzt angezeigt und kannst ihn anschauen. Aber wo findest du ihn, wenn er nicht angezeigt wird? Dazu gehst du wieder in das Hauptmenü. Falls du nicht mehr da bist, dann wieder die drei Striche oben links, Kindle Reader und Bücher, Prime Reading und dann oben ganz klein und unterstrichen meine Bibliothek einziehen und voilà, da kannst du dann sehen, was, wann du was ausgeliehen hast, beziehungsweise dann auch zurückgeben kannst und so weiter. Wenn du aber jetzt deinen Lieblingsautor oder Autorin suchen willst, dann gehst du ganz normal in das Feld hier oben. Wichtig ist, dass Kindle Shop links ausgewählt ist und da gibst du dann deine Lieblingsautorin oder Autor ein, in meinem Fall Melissa Schwärmer, und schon werden alle Bücher von Melissa Schwärmer angezeigt. Da musst du aber jetzt aufpassen, weil gerade ist kein Buch in Prime drin. Wie du siehst, steht überall Kindle Unlimited drüber oder zu kaufen. Wie gesagt, immer auf den Haken und auf die blaue Prime-Schrift achten, die Bücher wechseln. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass morgen eins in Prime zur Verfügung steht. Du brauchst aber keine Angst haben, wenn du es heute in Prime runterlädst und morgen ist es nicht mehr in Prime, dann musst du kein Abo abschließen oder bezahlen. Es bleibt also kostenlos, bis du es zurückgibst. Nun schaltest du dein Kindle ein. Wartest einen Augenblick und voilà, da siehst du das Buch dann in der Vorschau. Falls das nicht der Fall sein sollte, gehst du auf meine Bibliothek und suchst es da oder dann auf Einstellungen auf dem Zahnrad und dann auf mein Kindle synchronisieren. Dann müsste es reinflattern und in deiner Bibliothek verfügbar sein. Falls du Fragen hast, schreib sie mir bitte in den Kommentar. Ich antworte dir gerne drauf bzw. mache dann ein Video dazu. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Kommentar unterhalb des Videos sowie einen Daumen von dir nach oben. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao.